Hallo und willkommen zurück zu The Council. Endlich sind die 2 Monate um und die dritte Episode ist draußen. Es geht wohl mit der Konferenz los. Das ist ein guter Punkt, um mal ein kleines Recap zu starten. Wir befinden uns ja hier auf der Insel von Lord Mortimer, einer Person, die offensichtlich schon sehr lange lebt, oder es gibt immer andere Lord Mortimers. Und dieser Lord Mortimer hat vor, bestimmte Dinge zu diskutieren mit ja, einer besonderen Auslese an berühmten Persönlichkeiten. Wir haben gelernt in der letzten Episode, dass Lord Mortimer die Weltgeschicke manipuliert, dass er sich überall auf der Welt einmischt. Wir waren in seinem Labor, es gab dort Skelette, dem Skelett fehlte eine Hand. Es geht um Alchemie in dem Spiel. Wir haben hier den lieben Herrn Wöllner, also der Preuße, der sich um Alchemie kümmert und der meint, dass die menschliche Seele die Prima Materia sei. Was Lord Mortimer betrifft und sein Alter, da kann es eben sein, dass es mehrere Lord Mortimers gibt. Vielleicht ist er aber auch gar nicht echt, habe ich mir überlegt. Vielleicht hat ja Sir Gregory Home hier alle Fäden in der Hand, weil der scheint ja hier ein- und auszugehen, der scheint sich um alles zu kümmern. Man kann ihn selbst nicht so genau erkennen, weil er ja immer dieses weiß geschminkte Gesicht hat und die Perücke. Das ist alles ein bisschen schwierig. Generell sind hier zu viele Dinge passiert, als dass ich sie alle nochmal aufgreifen könnte. Aber es endete halt im letzten Kapitel damit, dass wir tatsächlich unsere Mutter begegnet, unsere Mutter wiedergesehen haben. Aber unsere Mutter hat uns nicht erkannt. Wir sind in so eine Krypta hinabgestiegen und da hat sie uns auf einmal mit einer Waffe bedroht. Und da steigen wir jetzt mal wieder ein. Also das Wichtigste muss ich natürlich erwähnen. Es geht hier um ein Buch, was nicht in die falschen Hände geraten darf und wo unsere Mutter möglichst dafür sorgt, dass niemand es je wiederfindet. Ja. Ah, nee, ich dachte schon, es wäre abgestürzt. Zum Glück nicht. The only thing I can tell you is that Sarah had indeed changed. In your opinion, why would your mother remain in hiding over several weeks? You must leave me alone now. I have agreed to everything, even to... But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now because whatever it is you're up to, I do not want to know. Since then, we have become one and the same. We have officially erased the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily heated. Don't forget where you are, please. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen überraschend. Also erstmal schön, dass die ganzen Figuren nochmal wieder vorgestellt wurden. Aber bei der Schwester von Emily Hillsborough, da wundert es mich, dass sie noch lebt, weil wir eine Vision hatten, dass unsere Mutter Emily Hillsborough erschossen hat. Nicht Emily Hillsborough, sondern die Schwester. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie noch hieß. Müssen wir mal eben kurz nachgucken. Jetzt können wir erstmal ein Buch lesen. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr, was ich hier noch, wie ich mich noch weiterbilden wollte. Ich bin fast bei Manipulation auf Stufe 3 und ich meine, ich wollte hier irgendwie Meister-Okkultist werden, genau. Und da fehlt mir nur noch Manipulation auf Stufe 3. Das werden wir schon noch irgendwie hinkriegen, aber dann wahrscheinlich erst nächste Stufe. Und ansonsten war, glaube ich, Psychologie noch wichtig. Das werden wir nicht schaffen. Ah,
Ablenkung auf 3 werde ich auch nicht packen. Heiler. Das ist nicht so schlecht. Muss ich aber auch nicht unbedingt haben. Psychologie, Manipulation wollen wir sowieso auf 3, genau. Und dann Psychologie noch auf 3. Dann kriegen wir noch mehr Konzentrationspunkte, wenn wir Schwächen ausnutzen. Das ist sehr gut. Und wenn wir Psychologie dann auch nehmen, dann könnten wir natürlich auch Wissenschaft nehmen. Also Priorität 2 ist Psychologie, Priorität 3 ist Wissenschaft. Oder irgendwas, was wir noch gar nicht können. Aber ich glaube, wir können mittlerweile alles. So, was haben wir noch für Bücher? Nicht mehr so viele. Belesenheit. Ablenkung. Heimlichkeit. Etikette. Ja, hier habe ich bestimmt einiges nicht gefunden. Schwierig. Achso, wir können sogar 3 auswählen. Das heißt, ich muss eigentlich 2 auswählen, die ich nicht lese. Und da wird es wahrscheinlich Sprachen sein, die ich nicht lese. Und Ablenkung auch nicht. Etikette. Ja, doch, da haben wir schon mal einen Punkt. Das könnte noch was werden. Ja, das ist der Diener, der da tot oder zumindest leblos lag. Don't move. Wait, I don't... So you've come at last. Easy. Let me turn around. Oh my God, Mother, what has happened to you? Who are you? What? But, Mother! Who are you? It's me, Louis, your son. No, you lie. You won't catch me out like that. Louis. Louis isn't here. He obeys his mother. He would never have come here. Mother, I don't know what you've been through, but lower your arm, please. You think I was born yesterday, do you? But it won't work. I'm begging you. One day you will fall. Mother! Why are you here? Oh, Konfrontation beginnt. Es ist alles teurer wegen negativer Statuseffekte. Ich will ihre Schwäche eigentlich wissen. Okay, immun gegen das. Wir dürfen nicht auf das Buch ausgehen. Und ich glaube, ich nehme sogar das Goldelixier hier einmal. Wir sind hier, um sie zu retten. Also das würde zu viel kosten. Nein, es ist Zeit zu gehen. Let's go, Mother. Let's go home. In all my heart, there's nothing I want more. But I know you won't let me leave. You are evil incarnate. Every word that comes out of your mouth is sharper than a razor blade. I don't wish you any harm. Really, Mother. It's me, Louis. Don't speak to me about him. You will never get him. Mother, stop torturing yourself. It really is me, Louis. How can I convince you? If you really are who you say you are, what was the saying I taught you? You've been telling it to me since I was 3 years old, Mother. How could I ever forget it? Always keep your mind logical. And open. Das war ja noch... And open. Das war doch im ersten Kapitel oder in einem Prolog. You knew it.
You are smart. You're getting me muddled up. Tell me, rather, whose place were we at when I told you I was coming here? Mother, I really am your son. You can't trick me. We were in Paris. We were investigating an art dealer. His name? Van Borchert. I just told you, you can't trick me. His name was Van Borchert. My God, everything is lost then. I refuse to believe it's really you, Louis. Otherwise, all this would be for nothing. Mother, I don't know what happened to you, but don't worry. Everything's going to be fine. I'm here for you and— No! I ordered you not to come with me. I received a letter and Lord Mortimer informed me of your disappearance. So I took the— No! 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 It's not true. It's a nightmare. Don't tell me that! Have you spoken to him? Oh, shit. She's completely panicked because I spoke to Mortimer. It seems she's afraid of what he might have said to me about her. Did he speak to you? Ja, jetzt ist der Karmelitengeist leider ausgelaufen, aber das gibt mir auch Zeit, jetzt noch ein bisschen was zu sagen. Sie scheint ja wirklich irgendwie verrückt zu sein oder sie glaubt, dass vielleicht andere Leute auch von Dämonen besessen sein können oder so. Es gibt ja wahrscheinlich irgendwie eine Gestalt, vor der sie sich sehr fürchtet. Ich weiß jetzt nicht mehr, war sie immun gegen Psychologie? Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Wo waren die? Sarah de Richer. Weiß ich nicht. Ich nehme noch einen Karmelitengeist. Ich will das jetzt hier nicht versauen. Nicht mit unserer Mutter. Weil sie ist der Schlüssel zum Ganzen. Sie weiß, was hier abgeht, was sie vorhat. Und wenn sie uns dann misstraut, haben wir ein Problem. Okay, Psychologie ist keine Schwäche und keine Mother, Stärke. I don't know what you're imagining, but don't worry. Everything will be all right. If you're worried about what I might think about Elizabeth Adams, honestly... Oh, Louis! Elizabeth is the last of my worries right now. I did what I could for her, but it was too late. Very well. Logical and open, Louis. Since you arrived on the island, has anything strange happened to you? Ja, ganz viele Depends Sachen. Depends on what you mean by strange. An ihrer Vergangenheit mit Elizabeth, ja. Da wir es schon können und es nichts kostet, nehme ich das. Do you want to tell me about your relationship with Elizabeth Adams? Louis, I don't know what you found out, but just know that I did everything I could to help her. Stimmen in ihrem Kopf. You mean the voices that she claimed to hear? Look, this is neither the place nor the time to speak about it. Now shut up and listen to me. We might still have a chance. Something of utmost importance is going to play out right here. What are you talking about? A conference, Louis. I should think all Mortimer's guests have arrived by now, haven't they? Yes, they have, since this morning. Perfect. The conference will be able to begin. Indeed. It shouldn't be long and— Let me finish. We haven't time. You will attend this conference, and you must find out what Mortimer is up to. Don't trust him, Louis. Understood? Louis, I made a mistake by coming here. We are in the lion's den. What do you mean? Mortimer, Holm, their guests, watch what happens. Do you think it's normal that the representatives of the most powerful nations are here all on their own without anyone else? On an island in the middle of nowhere, in total secrecy? No, not really, but— Louis! They shape the world. They manipulate us. Everything is decided here and now. They create and break states, provoke wars, destitute governments, or decide who will be their leaders,
Open your eyes! Nothing is impossible for them. They are capable of reaching everyone, wherever they may be. Through high society banquets, they model the future of us all, and it isn't at all an issue for them. And? What do you propose? It's time to act, my son. You will go to this conference, and from the inside, you'll do everything you can to prevent Mortimer's plan from going ahead smoothly. We can talk later. I'll explain everything. But why? Do as I say, Louis. It's of the utmost importance. Beware of Mortimer. He won't let anything stand in his way. You promised me that after— Yes, after. Go now. Yes, Mother, I'm going. Okay, wir haben unsere Mutter überzeugt. Emily Hillsborough, Emma's sister, came to this island looking for her sister. She probably won't hesitate to take revenge and— It's the signal that the conference is starting, Louis. Don't be concerned about the Duchess. She's the last of our worries. So, dann gehe ich eben kurz ins Menü dafür. Also wir haben unsere Mutter davon überzeugen können, dass wir ihr richtiger Sohn sind. Das heißt, glaubt sie, dass Leute Gestalt wandeln können oder dass wir uns irgendwie getarnt haben? Jedenfalls wussten wir, ihre Fragen zu beantworten. Jetzt sollen wir die Konferenz manipulieren. Das heißt, unsere Mutter ist auf jeden Fall gegen Lord Mortimer und versucht, seine Pläne zu vereiteln. Wir wissen aber nicht, aus welchem Grund. Denn früher mal war unsere Mutter ja auf Lord Mortimers Seite. Irgendwas muss sich geändert haben. Es gibt ja auch andere Leute, die uns schon mal gewarnt haben. Ich glaube, es war hier der mit dem Glasauge, der Richter, Jacques Perru, der uns gewarnt hat, wenn wir einmal in die Fänge von Lord Mortimer geraten, dann sind wir nicht mehr sicher. Also dann hat er uns in der Hand. Das müssen wir jetzt bei der Konferenz mal rausfinden. Wir trauen natürlich auf jeden Fall niemandem. Hier kommen wir nicht wieder zurück. Im Garten habe ich bereits, meine ich, alles eingesammelt. Es sei denn, es war irgendwo noch ein Goldelixier oder sowas, was, wo ich keinen Platz mehr für hatte. Das kann natürlich alles sein. Jetzt müssen wir erstmal Richtung Konferenz. Ich werde jetzt nicht den Garten nochmal komplett absuchen. Ich finde aber auch jetzt nicht so schnell zur Konferenz. Es war ja ein Irrgarten. Ja. Ich frage mich, ob sich eigentlich nur bei unserer Mutter was geändert hat oder auch im Verhalten von Lord Mortimer. Und dass sich dadurch dann unsere Mutter verändert hat. So, jetzt sind wir schon mal bei den Glastüren, da kommen wir gleich rein. Ich weiß gar nicht, könnte man hier nicht irgendwie rennen? Ah ja, doch, mit R2. Genau. So, das ist nicht der Konferenzraum. Da ist noch was. Achso, da kann ich mich hinsetzen, ne? Okay. Schön. Ja, ist auch für mich 2 Monate her. Sehr schön. Nochmal das Goldelixier wieder aufgefüllt. Wo geht's denn zur Konferenz? Wir hatten auch irgendwo eine Karte. Ja, das muss dieser leere Raum hier sein, der hier.
Es wird bestimmt irgendein schockierender Plan sein, den er uns verkündet, der liebe Mortimer. Und ich muss mal kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Dann gehen wir mal zur Konferenz. Die Weltkarte auf dem Tisch? Eigentlich wollte Jack Perry doch weg. So, wir haben also erstmal Gelegenheit, uns noch im Raum umzugucken. Mal sehen, ob Sammlermünzen da sind oder Karmelitengeist oder so. Beziehungsweise Erdschwäche, genau. Das war das, was ich jetzt, wo ich zwei von verbraucht habe, wo ich den zweiten eigentlich nicht hätte einsetzen brauchen. Das war dumm von mir. Oder verschwenderisch, sagen wir mal. So, mit euch reden wir gleich. Vor allen Dingen Lord Mortimer sprechen wir wahrscheinlich zuletzt an. Bei diesem Umhergehen sehen wir auch gleich nochmal, wer alles hier überhaupt dabei ist. Genau, wie hieß jetzt Dings Schwester nochmal? Emily Hillsboroughs Schwester. Emma Hillsborough, genau. Eigentlich zu Emily Hillsborough hatten wir ein ganz gutes Verhältnis. Okay, Gelee Royal können wir nicht aufnehmen. Ich lasse es hier, soll ich es jetzt hier liegen lassen? Kommen wir hier nochmal wieder rein. Ich nehme es sonst einfach einmal. So. Dann haben wir es jetzt voll. I couldn't have hoped for better. Sie hat ja quasi dasselbe Ziel wie wir. Wir wollten unsere Mutter suchen und Emily wollte ihre Schwester finden, ihre Zwillingsschwester. A chest with a motif representing the alchemical symbol of water. Okay, da haben wir ausnahmsweise mal beide Schlüssel. Ja. Ich hätte sonst auch noch mal mit Heimlichkeit machen können. Hat uns nichts gekostet. So, das nochmal Gelee Royal. Nochmal Gelee Royal und Karmelitengeist. Super. Also ich hoffe, wir können das irgendwann hier nochmal mitnehmen. Sammlermünzen brachten ja nur Erfahrungspunkte. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Ist sie hier doppelt? Nein, sie ist nur einmal da. Ich denke, das Gespräch machen wir gleich zuerst hier mit Emily Hillsborough und Sir Gregory Home und dem sehr geheimnisvollen Kardinal. Denn mich irritiert ja, dass er so extrem tätowiert ist. Der ist doch bestimmt in irgendeinem ganz schlimmen Geheimbund oder so. So, und hier war der Anfang. So, jetzt nochmal. Obwohl, wenn ich in die Mitte gehe, passiert dann was. Man weiß es immer nicht so genau. Jacques Perry. Genau, ich gehe jetzt mal hier im Uhrzeigersinn. Das heißt, erst mit den Leuten hier. Und dann. Oder erst mit Jacques Perry. Er wollte ja weg. Warum ist er noch da? I don't know if you ever found what you were looking for in the garden. But Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him.
Jetzt muss ich erstmal noch seine Schwächen mir angucken. Notizen. Jacques Perru, wo ist er? Da. Schwäche-Etikette, ansonsten wissen wir nicht viel. Psychologie 0. Aber ich bin neugierig, was läuft zwischen den beiden ab? I sense that you have things you'd like to say, but something's holding you back. What is going on between you two? Nothing. Absolutely nothing. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. The siren's song, Monsieur de Richet. You wake up one morning, not knowing where you are, and you think about everything you've done for a man who wasn't even worth it. For a man who has no respect for you, who uses you, and who drops you as soon as he no longer needs you. For me, it's too late now. But you, you still have a choice. So, jetzt muss ich kurz mal unterbrechen, nicht, dass es da noch weitergeht, sonst verliere ich meinen Gedanken. Das heißt, Jacques Perru hat an die Ideen von Lord Mortimer geglaubt, hat ihn nach besten Kräften unterstützt und wurde irgendwann fallen gelassen. Dann fühlt er sich komplett ausgenutzt und deshalb ist dann halt die Freundschaft zwischen den beiden zu Bruch gegangen. Aber das Ganze, dieser Bruch ist jetzt für Jacques Perru zu spät, meint er. Wir können uns noch retten, also wir haben noch die Wahl, er selbst halt nicht mehr. Don't respond to his call, sir. Wir sollen uns weigern und nicht das machen, was er von uns will. Okay, dann reden wir hier mal mit Napoleon und von Wöllner. Übrigens, der Jacques Perru war ja ganz am Anfang so ein totaler Unsympath. Und möglicherweise wird er jetzt noch zu einem wichtigen Verbündeten für uns. Als Feind von Lord Mortimer sozusagen. Good evening, gentlemen. Are we ready? The much-awaited conference is about to begin? That is what we have all been waiting for. I believe that Lord Mortimer wishes to speak to you before it begins. You should go and see him. Okay, also wir müssen auf jeden Fall mit Lord Mortimer sprechen, damit es weitergeht. Das heißt, ich werde erst mit allen anderen sprechen. Und hier liegt noch was. Ja, Karmelitengeist. Ich denke, wir werden hier noch einiges verbrauchen an Karmelitengeist und so. Und da liegt auch noch was. My son, glad you're here. It seems Lord Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. What a pity your mother isn't here for the conference. I hope I'll be able to see her before I leave. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Don't worry. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. Don't make him wait. Okay, dann gucken wir uns die Mitte nochmal an. Die Grafik zickt so ein bisschen rum, muss ich sagen. Es ist tatsächlich die Welt. Von der anderen Seite sieht man es besser. Gut, dann reden wir mit Lord Mortimer. Ansonsten geht die Konferenz ja hier nicht los. Haben wir von dem schon irgendwelche Schwächen? Wir wissen aber, dass er gegen Wissenschaft und Überzeugung immun ist. Also keine Wissenschaft, keine Überzeugung einsetzen. Ah, Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly, but what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me.
That is indeed what was initially intended. Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry, you are not alone, Louis. Ja, die wollen uns jetzt alle mit Ratschlägen zur Seite stehen. Im Endeffekt wollen die uns für ihre Zwecke einspannen. Klar, die sagen uns dann, ja, mach das mal so und so. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ist es richtig, dass wir dem Rat unserer Mutter folgen und die Konferenz versuchen zu sabotieren? Oder ist unsere Mutter tatsächlich verrückt geworden und verfolgt tatsächlich schlechte Ziele? Aber zumindest nach all dem, was ich hier gesehen habe, denke ich, dass wir Lord Mortimer nicht vertrauen sollten und dass wir auf seine Vorschläge besser nicht eingehen sollten. Very well. Genau, was ist denn das Thema der Konferenz? Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But the future of who? Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. Ja, wie läuft es ab? In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important subject. You and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our obligation to each bring to the table several guests in order to debate a subject. Once the debate is closed, a decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. Okay, alle müssen tatsächlich dafür sein. Es ist keine Mehrheitsentscheidung. Die Zeremonienmeister, also Sir Gregory Home und Lord Mortimer, schlagen ein Thema vor und dann wird darüber diskutiert. Und wenn alle dafür sind, es umzusetzen, dann wird es umgesetzt. How long have you been active? Oh, this tradition has more or less always existed, Louis. It has continued from generation to generation. Ich denke, nur alle paar Jahre wird es hier so zu so einem Treffen kommen, oder? Do you often hold this kind of society dinner? In general, once a year, but in actual fact, it tends to be events that dictate our gatherings. Okay, tatsächlich einmal im Jahr. Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify that we planned it 5 years before implementing it, for example. Okay. Also sowohl die amerikanische Revolution, also die Unabhängigkeit, und auch die französische Revolution wurden zuvor hier getroffen, die Entscheidung. Louis, let me keep you a moment. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. You see, the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. But how does that concern me?
Well, you see, I prepared this project with your mother. We began thinking about a crazy idea. Unfortunately, Sarah went missing before getting the bigger picture. I don't intend to stop at Louisiana. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand, two democracies illuminating the world. Okay. Habe ich das schon wieder vergessen, was er noch für eine Immunität hatte. Also Wissenschaft. Und war es Befragung oder war es was anderes? Wo ist er? Da. Überzeugung. Wir haben ja reichlich Punkte, also ich kann ruhig ein bisschen was ausgeben. Ich finde es übrigens ganz witzig, dass es gerade um Louisiana geht und wir gerade Louis de Richer spielen. Ich frage mich, der Godoy, der ist ja Spanier, der wird bestimmt was dagegen haben. Lord Mortimer, I'm sure you're aware that Louisiana is hardly prime quality land. I wouldn't be exaggerating to call it marshland. How is acquiring land they won't know what to do with going to strengthen the United States? Think further, Louis. The United States won't stop there. Once they've acquired Louisiana, nothing will stop them. All they would have to do then is keep pushing toward the west to take the whole North American continent. So you intend to get rid of the Spanish? They are purely transitory. This is the settlers' home. It is natural for them to want to develop their nation to become one of the greatest powers of this world. As for the Spanish, there are just a handful of them actually on site. And if need be, we'll see to it that they are sufficiently occupied in Europe so that their focus is not on the North American continent. Moreover, Spain rarely only cares about its colonies in South America. It's hardly my fault if they are not capable of seeing the potential in the North American territories. The concept of royalty is from bygone times. It is time to lead the way to democracy. Take a look at them. Apart from President Washington, they all belong to monarchies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight, fearful as they are of losing their precious privileges. But the world needs visionaries, like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. I must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Blast it, Mother. You didn't know about everything. His project is commendable. Why tell me to beware? Could you have gotten it wrong? Ja, das dachte ich nämlich auch, bevor Louis das gerade erwähnt hat, dass ich jetzt nichts Schlimmes an diesem Projekt sehe. Es scheint mir so, als würde Lord Mortimer die Demokratie fördern wollen, indem er halt dafür sorgt, dass sich die Vereinigten Staaten in Nordamerika ausbreiten können und die Spanier das Land gar nicht richtig zu schätzen wissen. Und dass die Anhänger der Monarchie halt nur Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Aber Lord Mortimer hat bestimmt einen Hintergedanken dabei. Und unsere Mutter hat uns ja gewarnt, auf seine Sachen da einzugehen. My friends, I propose we get started. Genau, und das machen wir dann nächste Folge, dass wir dann in Ruhe uns der Konferenz widmen können. Ich bin schon sehr gespannt. Macht's gut, tschüss.